Guten Tag, liebe Leute, hier ist der Gusor wieder mal am Start. Ja, mit einer neueren Sache oder ältere Sache, was auch immer, ist ja eigentlich im Prinzip egal. Es ist bloß eine Sache, die jetzt schon eine Weile lang ja außen vor gelassen wurde und die eventuell gar nicht mal so uninteressant ist. Beim nächsten Update werdet ihr ja merken, werden ja neue Kobold-Missionen wieder freigeschaltet werden. Grund für mich auf jeden Fall mal ein komplettes Revival der Kobold-Mission zu machen. Denn ihr wisst ja eventuell, bei manchen habt ihr noch Loot zu bekommen. Der ist ja mal nach einem Update hieß es ja dann auf einmal, oh, es können ja in manchen noch, kann ja noch Loot geholt werden. Was ich natürlich ziemlich geil finde. So, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, okay, komm, ich reiß halt hier mit den gemaxten Helden einfach durch. Im Town Hall 11 Bereich ist natürlich klar. Deswegen, wenn ich jetzt maxed sage, beziehe ich mich natürlich nur auf mein Town Hall. Ich bin der Meinung, das ist eine richtig geile Sache, auch für euch. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Town Hall 7 hast, kannst du vergleichen. Oh, sind meine Truppen denn genauso stark wie die von dem und dem? Das heißt, das musst du nicht nur mit mir vergleichen oder kannst du nicht nur mit mir vergleichen, sondern kannst du natürlich auch mit Kumpels und wie auch immer vergleichen. Oder Freundinnen oder wie auch immer, ja. Ich lege jetzt erstmal darauf einen Fokus, dass ich sage, so günstig wie möglich. Und dann gucken wir mal, was dann am Ende taktisch klüger wäre und alles. Das wird in mehrere Teile geteilt werden, weil es in einem Video einfach gar nicht zu schaffen ist. Und ja, ich will da ja wie gesagt auch so ein bisschen den Fokus drauf packen, wie kann man es denn eventuell am besten machen. Wenn ihr dann Tipps zu einzelnen Sektionen habt, rein damit in die Kommentare. Dafür ist die Kommentarfunktion bei YouTube da. So. Ihr wisst selber, Kobolde gehen auf Loot zuerst. Dadurch, dass wir hier ja ein Rathaus, sage ich jetzt mal, haben, brauche ich hier gar nicht anfangen, irgendwie die hier hinzumachen und dann, oh ja, na, die werden bestimmt von der Kanone getroffen oder beziehungsweise die hitten bestimmt die Kanone zuerst, wird nicht sein. Ich würde sagen, ich probiere es erstmal mit einem, klar. Der ist nämlich noch out of range von der Kanone, logisch. Jetzt gucken wir mal, ob der eine Goblin das schafft, glaube ich eigentlich nicht. Weil, genau, ich mache mal einen zweiten. Weil, ihr dürft nicht vergessen, und es wäre auch so gewesen, das heißt also, hätte nicht einer gereicht. Ihr dürft nicht vergessen, die Kobolde machen natürlich bei Lootgebäuden, also bei Sammler, Minen, Bohrer und eben auch Lagern, Clanburg und auch das Town Hall, jetzt haben wir alles, machen die natürlich mehr Schaden. Aber jetzt bei einer ganz normalen Sache halt eben nicht so viel. Dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, ich notiere mir das auch gerade mal, kleinen Moment. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ah, hier, guck mal, das hast du da eventuell, da hast du einen Fehler gemacht, das könntest du besser machen. Einfach, wie gesagt, rein in die Kommentare und dann kriegen wir da ein richtig gutes Ding zusammen. Mal gucken, wie viele Kobolde wir brauchen. Aber wie gesagt, es geht mir nicht darum, jetzt einfach nur Kobolde zu verwenden, sondern es geht mir einfach darum, wie kann man das am besten, am cleversten lösen. Jetzt zum Beispiel ist es mit einem Kobold schon kacke. Also ich probiere das, weil der Kobold halt bei mir jetzt nur 200 kostet. Jede andere Truppe ist teurer. Es sei denn halt, wenn man jetzt sagt, gut, okay, dunkles. Ja, aber ansonsten probiere ich das. Ich würde mal sagen, mit 3. Ich muss natürlich gucken, dass ich so schnell wie möglich an die Häuser rankomme, dass die Bogenschützen nicht so dolle hitten können. Das ist auch klar. 3 oder 4? Ich sag, ich probiere mal 3. 1, 2, 3. Ah, geht sehr schnell weg. Sehr schnell weg. Krasses Pferd. Hätte. Ey, Leute, ich notiere mir mal 3. Ich würde aber sagen, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar mit 2 machbar wäre. Und das ist wirklich, das ist diese Situation. Also, da habe ich Bock drauf, dass ich sage, ah, komm, wir gucken nochmal mehr rauszuholen und wie auch immer. 1, 2. Dann sind die natürlich auch langsamer damit. Na, der schafft das nicht.
Nee. Hier, seht ihr den Unterschied? Weil es ist halt wirklich eine Einheit weniger. Also darf man nicht vergessen. Also, das kriegt man nicht hin. Ja, zwei Kobolde sind zu wenig. Also, drei müssen es definitiv schon sein. Und wie gesagt, sobald man dann umspringt, sobald es dann einfach keinen Sinn mehr macht, mit Kobolden anzugreifen, switchen wir natürlich. Aber mal gucken, wie viel wir in dem ersten Video drin haben. Jetzt gehen wir zum Kobold Außenposten. Schauen wir mal rein, was da so geht. Ich weiß, dass die später dann mit irgendwelchen Waffen noch kamen. Und hier war da auch ein Bug. Irgendwie musste man hier rüberspringen mit einem Sprungzauber und irgend so ein Mist war. Da gab es irgendeinen Bug. Ich würde sagen, 1-2, 1-2, das könnte gut klappen, dass wir hier mit 4 Stück relativ gut aufgestellt sind. Ja. Also ich würde sagen 4. Wenn es unterboten werden kann, natürlich cool. Aber ich würde sagen, das ist so das, was machbar ist. Mal gucken, was wir hier als nächstes machen. Kobold aus dem Posten. Felsfestung. Und wie gesagt, später. Es wird ja natürlich immer schwerer. Dann wird es halt interessant. Ah, wo könnte man was droppen? Ah, wie könnte das und das funktionieren? Das ist eine nice Nummer. So. Hier ist ein kleiner Bereich frei. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe den hier nicht erkannt. Okay, da ist also was frei. Ich würde es erstmal probieren, ob hier irgendwie Bomben sind. Wenn man das natürlich im Nachgang dann weiß, ist natürlich was anderes. Da waren also schon mal keine Bomben. So, dann probiere ich das hier jetzt einfach mal schneller. Einfach erstmal, um dann zu sehen, ah gut, okay, das und das könnte klappen, das könnte gehen. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Wie viel haben wir verwendet? 8. Dann würde ich jetzt probieren 5. Nee, ich würde sagen 6. 6 müssten es schon sein. Probieren wir mal. Wie gesagt, das ist immer noch relativ. Also man darf das nicht vergessen. Das ist noch relativ der Vorteil auch bei der Geschwindigkeit mit den Kobolden. Also das heißt, wenn ich die Kobolde verwende, bin ich ja schneller als mit anderen Truppen. Wenn ich wiederum mich... Okay, Moment. Die Range von der Kanone... Wartet mal, ich gucke mal, wenn ich von hier rausgehe. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, hier ist natürlich Range, also hier müssen wir nochmal probieren. Das war vorher die Kanone nicht in der oder in der Range der Kanone sind. Das ist sehr gut, die Aufteilung, dass die alle zu... Ja, so viel dazu, ganz genau. So viel dazu, dass die halt möglichst alle erstmal zu der einen Kanone hinrennen. Ah, da wäre zum Beispiel eine Bombe gewesen. So, also wir haben es mit 5 geschafft. Ich würde sagen, wir können es mit 4 probieren. Felsfestung auf 4. Lasst es uns probieren. Felsfestung auf 4, wobei ich wirklich gucken muss, hier so, 1, 2, 3, 4, na Mist, die laufen wieder in eine falsche Richtung, aber let's have a try, nee, wenn dann wirklich hier, weil so wurden sie von überall beschossen, ich glaube nicht, dass das produktiv ist, das kann eigentlich nicht produktiv sein, ich würde es weiterhin nochmal mit 4 ausprobieren, aber in dem Bereich, wo ich die gut hier, ich gucke mal, ob hier irgendwo. Also das hätte ich nicht geklappt, hätte nicht geklappt mit 4 in dem Fall. Ich probiere mal 4 und dann direkt durch die Holzmauer oder halt hier, genau. Erstmal schön 1000 Gold raushauen hier.
Ist auch so eine Sache. Ist natürlich für Anfänger natürlich auch so eine Sache. Oh, das kostet ja alles ohne Ende. Und ich klicke hier jetzt natürlich einfach nur durch. 1, 2, 3, 4. Die sollten relativ gut da durchgehen. Genau. Rennen natürlich erstmal an der Kanone vorbei. So, jetzt haben wir 3 an der Kanone. Und wenn die sich jetzt nicht splitten würden, wäre das ziemlich nice. Aber nee, zu dritt splitten sie sich nicht. Mal gucken. Na, das könnte ich mir vorstellen, dass das klappen könnte. 4? Na, schade, der hat hier. Nee, 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 nee. Ach was? Ach was? Ach was? Ach was? Yeah, nice. Sehr geil. Es ist mit 4 machbar. Geil. Das ist cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass der da echt noch so krass draufhaut. Ihr wisst ja selber, man kann jetzt nicht einfach so eine Wiederholung starten. Ich würde mal sagen, wir machen den letzten. Ah, das ist ja nice. Also das heißt, jetzt die ersten Level sind wirklich noch ohne Probleme mit guten Kobolden. Darf man jetzt nicht vergessen, mit guten Kobolden ist es machbar. Das ist mit dem Level 1er eine ganz andere Geschichte, ganz klar. Los geht's zur, nee, nicht zur, sondern zum Spießrutenlauf. Und wie gesagt, wenn ihr Verbesserungen habt, wenn ihr sagt, ah, nee, 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 mach mal so, haut raus. Hier haben wir Folgendes. Ich habe mir die Level nicht nochmal vorher angeguckt oder wer weiß was dazu gelesen. Aber guckt euch das mal an. Wir sehen hier einen Bereich, was er halt vorher angreifen würde. Hier natürlich auch. Das heißt, es würde jetzt auch nichts bringen. Ich droppe jetzt zum Beispiel hier 2 Kobolde und sage mir, ja, naja, die gehen ja dann danach auf die Kanone. Die werden höchstwahrscheinlich so laufen. Von hier. Zack, zack, zack. Und dann werden sie halt von der Kanone gehittet. Mein Ziel wären 5. Ich würde denke ich weiß noch nicht, wie viele Bomben hier drin sind, weil werden garantiert welche drin sein. Aber ich würde sagen, 5 Stück. 1, 2. Scheiße, der trifft die da schon. Übel. 1, 2. Aber das heißt, sobald die Hütte kaputt ist, reicht das schon. Okay, super. Das waren jetzt, glaube ich, 5. Nein! Die Kanone ist nicht kaputt gegangen. Okay. Es bleibt spannend. Alter, die hat so eine krasse Range. Geht gar nicht. Also mit 5 schafft man es ohne Probleme. Von hier eventuell. 1, 2. Ja, genau. Dann hier ein, da ein. Ah, nein, scheiße. Zu früh gedroppt. Nein. Nein, 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 das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Okay. Die eine Kanone ist kaputt. Das ist klar. Aber die zweite wird da nicht fallen. Die wird definitiv nicht fallen. Rennt er außen rum? Ja, er rennt außen rum. Nee, nee, nee. Oh, ärgerlich. Okay, aber kriegen wir. Ist machbar. So. Oh, ich hype das total. Ich hype das total. Es sind nur Kobolde. Es sind auch nur die Kobold-Missionen. Das ist kein großes Ding. Aber da wirklich so das bisschen noch rauszuholen. Geil. Und das kann jeder machen. Ob er jetzt in Titan ist, ob er jetzt in Legende ist. Vollkommen egal. Der kann sich ransetzen. Schaffe ich es besser als der Gusua? So, also. Die zwei. Nee, ich nehme 3. 1, 2, 3. Weil die geht gleich los. Jetzt kann ich hier. Die werden schon ein bisschen halt gehittet, das ist klar. So, und wenn die da sind, rennen sie danach rüber und da reichen 2 Kobolde. Ganz genau. 2 Kobolde müssten hier reichen, um die Kanone außer Betrieb zu setzen. Und ja, und jetzt gehen sie. Wow, okay, krass Umweg, aber gut, okay. Und jetzt nehmen sie sich das. Also
Haben wir es mit 4 Stück geschafft, korrekt? Ja, sehr geil. So, jetzt will ich eure Sachen sehen. Was habt ihr drauf? Was kriegt ihr auf der Reihe? Und dann halt einfach mit Sachen kommentieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, gut, okay, ich habe Kobolde auf 5 zum Beispiel beim Level Spießrutenlauf. Ich habe Kobolde auf 5 und ich habe es, sage ich jetzt mal zum Beispiel, sogar auch mit 4 geschafft oder mit 3. Und dann habe ich gesetzt 2 von 5 Uhr, 2 von 3 Uhr und wie auch immer. So eine Sache, einfach so eine Infos, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Und dann eventuell, wenn es jetzt noch später wird, also in den Leveln, sage ich jetzt mal, dass es komplexer wird, dass man sagt, gut, okay, dann nach so und so viel Sekunden ungefähr. Bei mir kann man immer den Vorteil haben, logisch, man hat zurück, man kann zurückspulen und fertig, kann das halt easy peasy machen. Aber wenn das dann hochkomplex wird, dass man dann sagt, gut, okay, so und so habe ich das gemacht. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, die Serie gefällt euch. Weil, wie gesagt, ich denke mir, wenn man damit anfängt, dass es jetzt, wie gesagt, bald neue Level gibt, ganz ehrlich, warum soll man die denn nicht einfach alle nochmal durchspielen? Inklusive der gesamten Community, dass man guckt, wer kriegt das irgendwie am besten hin. Das kann ja wirklich sein, dass andere noch dabei sind und sagen, oh scheiße, ich beiß mir an dieser und dieser Mission übelst die Zähne aus. Und dann kommt man halt mit ein paar Truppen und sagt, oh, ja stimmt, so kann man das ja machen. Ja, also von daher, haut da ordentlich in die Tasten, würde mich freuen. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.